Ganze Technik der Werbefachleute ist ja die beste Tierpsychologie, die Sie vorstellen können. Sie leben doch auch von Pelzen. Sie können doch gar nicht daran interessiert sein, dass diese Wildtierarten ausgerottet werden. Die Identität hat man dann gefunden, wenn man ein Interesse gefunden hat, eine Sache gefunden hat, bei der man sich selbst vollständig vergisst. Herr Lorenz, man soll bei Wissenschaft eigentlich nicht vom Nutzen oder vom Sinn einer Disziplin sprechen. Aber wollen wir es trotzdem mal tun? Die Ethologie, was für einen Nutzen hat sie eigentlich? Es ist sehr richtig, dass es eigentlich keine angewandte Wissenschaft gibt. Es gibt nur Anwendungen der Wissenschaft. Und die Ethologie, die gewissermaßen Physiologie des tierischen und menschlichen Verhaltens ist, hat selbstverständlich ihre Anwendung, wie alle Physiologie, in der Pathologie des tierischen und menschlichen Verhaltens. Und heute ist sie besonders wichtig, weil die ganze Menschheit ein Fehlverhalten zeigt, das einem Suizid, einem Selbstmord gleichkommt. Was sind die Ursachen? Oder bleiben wir zunächst mal bei den Phänomenen? Ja, also die Phänomene sind vielfältig. Schauen Sie, fast alles, was in fast alle menschlichen Instinkte, die zu einem gewissen Grade als Menschenrechte betrachtet werden müssen, funktionieren fehl, wenn statt der Elf-Mann-Sozietät, auf die sie gebaut sind, eine Elf-Millionen-Sozietät da ist. Die Vermassung macht zum Beispiel den normalen Ordnungssinn des Menschen, der eine Tugend ist, Ordnungssinn ist eine Tugend, wenn sie das ist die Organisation des Haushaltes, beruht auf dem Ordnungssinn der Hausfrau. Wenn Sie jetzt aber einen Riesenstaat haben, müssen Sie überorganisieren. Das heißt, Sie müssen Gesetze einführen, die eigentlich schon der menschlichen Freiheit Abbruch tun, indem Sie die menschlichen Tätigkeiten kanalisieren müssen. Immer stärker einschalten. Immer stärker einschalten, sodass die 80 Millionen Sozietät eigentlich schon mit menschlicher Freiheit nicht mehr ganz vereinbar ist. Und ein anderes Beispiel für eine programmierte, also im Menschen genetisch veranlagte Eigenschaft oder Leistung ist das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Du sollst so viel haben wie ich und das mit 80 Millionen multipliziert, führt das zu einer Gleichmacherei, zu einer Entindividualisierung. Und wenn irgendetwas ein angestammtes Recht des Einzelmenschen ist, ist es sein Recht auf Individualität. Könnte man dann fast sagen, dass so Probleme, wie wir sie heute haben, zwischen Kommunismus und Kapitalismus, also zwischen Massen und dem Einzelnen, es vielleicht früher deswegen nicht gegeben hat, weil die Sozietäten kleiner waren. Ganz richtig, haargenau richtig. Die Sozietäten sind, also die Größe der Sozietäten ist eine der wichtigsten Wurzeln für all diese Fehlverhaltensweisen. Und Sie können sich die großen Sozietäten der verschiedensten Doktrinen nebeneinander anschauen. Die sind doch verflucht ähnlich. Ich war einmal in Weimar zu einem Kongress bei der, wie heißt die Akademie, der großen deutschen Akademie, Blamage, dass ich nicht weiß, aber so alt bin ich schon. Und da ist mir so angenehm aufgefallen, die Abwesenheit von Plakaten und Lichtreklamen. Ja. Dagegen habe ich mich geärgert über die vielen roten Transparente. Es lebe unsere Freundschaft mit der Sowjetrepublik, es lebe der 1. Mai, es war gerade im Frühjahr und so weiter. Und da ist mir plötzlich der Seifensieder aufgegangen. Die Lichtreklamen und die roten Transparente sind analoge Organe. Die sind in ganz gleicher Weise zur Beeinflussung, zur Hypnotisierung der Menschenmassen gemacht.
und funktionieren auch so. Also Ähnlichkeit der Systeme in den Erscheinungsformen, ja. Nur achtet man nicht genau auf die Art, wie sich etwas präsentiert. Aber wenn man, ja. Wenn man vom Inhalt absieht, dann bleibt die Form gleich. Die Form ist vorgegeben. Ja. Die Form ist durch allgemeine menschliche Instinkte gegeben. Schauen Sie, die ganze Reklamwirtschaft, die ganze Technik der Werbefachleute ist ja die beste Tierpsychologie, die Sie vorstellen können. Die also niemals bekanntlich das menschliche Intellekt anspricht, sondern immer menschliche Gefühle anspricht. Wenn irgend möglich den menschlichen Furcht erregt oder Hoffnung erregt, zwischen Furcht und Hoffnung. Und schon wie ich im Jahre 22, das ist jetzt 60 Jahre her, nach New York gefahren bin, war überall auf der Subway, auf allen Reklamsäulen, war ein wunderschönes, buntes Bild von einem süßen, wunderschönen Mädchen, die traurig dasteht und hinüberlinst auf eine Gruppe von drei jungen Männchen, die sich um ein weniger schönes Mädchen bemühen. Und darunter steht: Her closest friends won't tell her. Ihre nächsten Freunde sagen ja nicht, dass sie nämlich aus dem Mund stinkt, ist die Implikation. Ja, ja. Und jetzt kommen Millionen von jungen Mädchen, von Verlassenen, die keinen Erfolg haben, und glauben, es liegt an ihrem Mundgeruch und kaufen dieses Mittel. Sie haben das Gefühl gerade angesprochen, das durch die Technik der Werbung stimuliert wird. In einem Ihrer Bücher haben Sie mal den Begriff Wärmetod des Gefühls eingeführt. Was haben Sie damit eigentlich gemeint? Ja, also der Wärmetod des Gefühls ist eines der Folgen der Methodik, der eben in Rede stehenden Werbung. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort: Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und das Leben wird durch die Technik so furchtbar bequem gemacht, dass man sich gar nicht vorstellen kann, ohne Zentralheizung, ohne warmes Wasser, rinnendes Wasser, ohne Automobil, ohne elektrische Beleuchtung zu leben. Und das Gemeine an dieser Werbung, Gemütlichkeitswerbung, ist, dass sie uns mehr und mehr sensibel macht gegen alles Unangenehme. Wenn ich mir vorstelle, noch in meiner Kindheit, das ist immerhin jetzt sehr lang her, aber da sind eine Reihe von Petroleumlampen gestanden, die mussten jeden Tag geputzt werden. Und in der Früh ist die Resi gekommen, meine Kinderfrau, und hat im Zimmer vom Bubi eingeheizt. Ich höre noch das Knistern des Feuers. Und heute finden Sie keine Frau mehr, auch keine arme Frau, auch keine Arbeiterfrau, die nicht selbstverständlich auf eine Zentralheizung mit Entheben von diesen niedrigen Pflichten rechnet. Und ich pflege immer zu sagen, wenn man zweifelt, wie ungeheuer verführerisch dieses immer bequemer werden des Lebens ist, dann sage ich Ihnen, stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren Wagen jetzt wegschmeißen müssen, ein Mensch, der selber Auto fährt, nicht ein Kapitalist, der ein Fahrrad. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren jetzigen Wagen wegschmeißen müssen und Ihren vorvorigen Wagen benutzen werden. Das ist von Seide auf Stroh. Und dann nächstes, es gibt ja, kommt nicht vor, dass ein Automobil langsamer wird. Das ist derselbe Typus, dass der Opel Kadett in der nächsten Ausgabe nächstes Jahr langsamer ist wie der heurige, etwa dabei weniger Benzin braucht. Das gibt es nicht. Mhm. Also ich rede nicht von medizinischen Dingen, also zu den Zahntechnik, Behandlung vor 200 Jahren möchte ich nicht zurückkehren. Aber dass man selber einheizt, dass man von diesen gleichmachenden Bequemlichkeiten absieht, würde dazu führen, dass man sehr viel mehr Freude über die schöne Zeit hat. Also das höchste Glück ist nur durch das Tal der Tränen zu erreichen. Das höchste Glück ist eine Kontrasterscheinung. Alle Wahrnehmung nimmt ja Kontraste wahr, nicht absolute Werte. Und es ist wunderschön, wenn Sie ganz verhungert sind und es Ihnen elend geht und die Ernährung im Nagel wird eine Spur besser und Sie spüren, dass Sie ein halbes Kilo zugenommen haben. Das ist das Schönste, was es gibt. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow
hat einmal so eine Art Motivhierarchie aufgestellt und hat gesagt, dass der Mensch zunächst danach trachtet, seine unteren, niederen Bedürfnisse zu befriedigen, nämlich Nahrung zu sich zu nehmen. Auf der nächsten Stufe will er Sicherheit und will sich kleiden. Auf der nächsten Stufe will er dann ein Haus bauen im Rahmen der Sicherheitsbedürfnisse. Auf der nächsten Stufe will er dann irgendeine Art von Liebe, Zuneigung, dann will er Anerkennung und dann will er Selbstverwirklichung. Kann es vielleicht sein, dass die Menschen heute eben es sehr viel leichter haben, diese Stufen zu überspringen und eine Art von Anerkennung, Liebe und Selbstverwirklichung suchen, die man sich früher nicht vorstellen konnte? Ich glaube, dass ein Ungleichgewicht zwischen diesen Motivationen herrscht. Es sind nämlich die, die er als untere bezeichnet, tatsächlich sehr viel leichter zu erreichen. Also genug zu fressen haben und genug zum Anziehen zu haben, das ist ja Breitmassen ohne weiteres möglich. Und auch, aber wenn es zu persönlichen Dingen kommt, wie zur Selbstverwirklichung, wird es offensichtlich schwerer. Denn als Mitglied der 80-Millionen-Sozietät, als winzige Ameise unter vielen, wird es offenbar sehr viel schwerer, seine Identität zu finden. Die Identität hat man dann gefunden, wenn man ein Interesse gefunden hat, eine Sache gefunden hat, bei der man sich selbst vollständig vergisst. Dann hat man die Identität gefunden. Und das gilt in vollem Maße nur für den Menschen, welcher glücklich arbeitet, der das, was er macht, gern macht. Und darunter ist natürlich der freischaffende Künstler und der Grundlagenforscher am glücklichsten. Das sind nämlich die einzigen Leute, die für das, was ein Geld kriegen, was sie zum Spaß machen. Dann würde das ja bedeuten, dass die moderne Technik beispielsweise mit ihren Apparaten, die den Menschen das Leben immer leichter machen, die sogar das Arbeiten am Arbeitsplatz ersetzen und nur noch so einer Kontrollfunktion, ich würde mal sagen, degradieren, dem Menschen ja Verwirklichung immer stärker nehmen. Also was Karl Marx vor 120, 130 Jahren gesagt hat von der Entfremdung der Arbeit, würde ja heute in einer überhöhten Weise, wie es Marx sich niemals vorgestellt hat, das ist vollständig richtig, stattfinden. Dem stimme ich vollkommen bei. Denn es ist noch etwas, was bringt mich auf eine andere, zum Teil eine Antwort auf diese Frage. Der Handwerker, der selbst einen Tisch macht, der arbeitet mit Freude, weil nämlich die gekonnte Bewegung, das Gekonnte, gut hobeln können, exakt schneiden, zusammenfügen, die Arbeit des Tischlers, ist eine Kunst, das sind gekonnte Bewegungen. Kunst kommt bekanntlich von Können, sonst hieß es nämlich Wulst, wenn es nur vom Wollen käme, wie Holzmeister einmal gesagt hat. Und die Arbeit macht also Freude. Das ist eine Gunst des Schicksals, ein Segen für den Menschen, dass er gerne arbeiten kann, wenn er so etwas macht, wenn Können dabei ist. Wenn es aber nur das Anziehen einer Schraube des rechten Vorderhinterrades ist, hört die Arbeit auf, Freude zu machen, und dann tritt tatsächlich diese Entfremdung auf. Auf der anderen Seite ist Donald, das ist eine schöne Geräuschkulisse, die auf der anderen Seite kann die Freude an der Funktion sich unabhängig machen, und es kann in gefährlicher Weise ein Mittel sich zum Selbstzweck aufschwingen und den Menschen beherrschen. Und die Freude an der elegant schön laufenden Maschinerie, die Freude am eigenen Betrieb, sagen wir ein industrieller Betrieb, eine Organisation, die wunderschön zahnradmäßig abläuft, das ist so ähnlich wie eine elektrische Eisenbahn für ein Kind, das freut ihn, und damit wird der Betrieb, wird die Maschine zum Selbstzweck, und die auch an sich normale und gesunde Freude am Wachstum dieses Betriebes führt zum Drang, das zu vergrößern und führt dazu, was der gute Karl Marx auch ganz richtig gesehen hat, dass die großen Betriebe die kleinen fressen, auffressen, sich unter den Nagel reißen und die kleineren Betriebe verschwinden. Und das führt auch wiederum zur Gleichmacherei und dass es früher besser war, wenn es mehr war. Das ist, das ist bei Lorenz so. Das macht ja nichts. Dass es früher besser war, liegt darin, dass es damals nicht so zentralisiert war.
was wir anstreben müssen, nicht Technik weg, nicht Technik als unnötig betrachten und über Bord werfen, sondern das, was wir brauchen, ist Dezentralisation. Wenn es nun mal so ist, dass der Mensch über die Freude an der Arbeit, die er macht, an der konkreten Arbeit, die er noch versteht, die er verwirklicht, in Stufen zu einer immer größeren Entfremdung und Gleichmacherei gerät, ja? Dass er vom Betrieb zum Konzern degeneriert, ja, zentralisiert, dann hat man irgendwie das Gefühl, wenn das stimmt, dass da ein Gesetz drin steckt. Wie kann man dem denn entgehen, wenn man die Menschenmassen, die nun mal vorhanden sind, eben nicht mehr abschaffen kann? Ich glaube, man kann ihm nicht entgehen. Es ist eine Gefahr, der man nur dadurch entgehen kann, dass man im Detail, so in der symptomatischen Behandlung, den Faktoren entgegenwirkt, die im Sinne dieser Vermassung. Das heißt, wenn man also sich dieser Angelegenheit bewusst ist, wenn man weiß, was da abläuft, dann kann man zumindest den Tendenzen überall dort, wo es sinnvoll ist, entgegenwirken. Also, Sie haben das Wort bewusst geäußert. Und diese Erscheinungen, alle diese Erscheinungen, einzeln und zusammen, tragen sehr stark den Charakter der Neurose. Und zwar der Neurose im Sinne von Freud. Und es ist bekanntlich immer für die Neurose heilsam, bessert sie zumindest, wenn man die Ursachen der Neurose bewusst macht. Ja. Das zum Bewusstsein bringen macht schon sehr viel. Und man müsste zum Beispiel zum Bewusstsein bringen, Man müsste zum Bewusstsein bringen, die vor allem die Technik der Werbung. Ja. Und von dem habe ich schon gesprochen, dass die Werbung immer das Gefühl anspricht und nicht den Intellekt. Und es ist ganz charakteristisch, dass bleib sitzen, bleib sitzen. Er ist schon da. Das kann man auch rausschneiden. Das ist nicht schlimm, lassen Sie es. Und das Charakteristische ist eine Geschichte, die Aldous Huxley in seinem Buch The Brave New World Revisited erzählt. Da hat ein Philanthrop namens Philene geschrieben, ein Institut zur Immunisierung der Jugend gegen Propaganda eingerichtet. Ah ja. Bei Boston in der Nähe. Ja. Und zwar hat er das gemacht, weil Nazi-Propaganda begann in den Anfang der 30er Jahre amerikanische Jugend zu infiltrieren. Mhm. Und da brachte er also alles zum Ausdruck, was an der Propaganda gefährlich ist, die Technik, die Verblödung, das leise Einreden, das nur Ansprechen der Gefühle, und stellte also diese Methoden bloß zum großen Teil unter Berufung auf Hitlers Mein Kampf. Und hat er Erfolg gehabt bei seinen Bemühungen? Und er hatte bei seinen Bemühungen erheblichen Erfolg. Aber nach etwa einem Jahr kamen die amerikanischen Werbefachleute und holten sich all diese jungen Leute. Sagen, das darf nicht sein, sonst wirkt unsere Werbung nicht mehr. So. Wenn sie der Jugend diese Sachen klar machen, ist unsere Werbearbeit beim Teufel. Ich dachte, die holten sich all die jungen Leute, um sie selbst zu verwenden, sie die Gesetze... Die konnten das schon, nicht? Ah, ja. Die können das schon herrlich. Ja. Der Hitler hat es auch herrlich gekonnt. Die Jesuiten haben das herrlich gekonnt. Junge Leute fangen. Und es gibt heute im Curriculum eines jungen Menschen keine Disziplin, die ihn gegen die blödeste Propaganda immun macht. Und es ist eine Schande für die Menschheit, dass heute für ein Abführmittel, für eine Monatsbinde, für einen Busenhalter, für einen Präsidenten der amerikanischen Staaten mit denselben Mitteln Propaganda gemacht wird, mit haargenau denselben nicht intelligenten, rein das Gefühl ansprechenden, aber umso wirksameren Mitteln. Und das darf man nicht öffentlich sagen. Herr Lorenz, wir haben jetzt doch relativ viel über die Phänomene gesprochen und über einige Aspekte der Ursachen. Aber gibt es so irgendwie noch grundsätzliche Ursachen, die über das Bevölkerungswachstum hinausgehen? Ja, es liegt natürlich, es ist ein Komplex von sehr vielen Ursachen, über die ich seit Jahren ein Buch zu schreiben versuche. Das soll heißen, der Abbau der Menschlichkeit. Denn es ist tatsächlich das spezifisch Menschliche, das heute in Gefahr ist. Und zum Teil
ist die Gesellschaftsordnung daran schuld. Der Wettbewerb der ganz Großen, der ganz Reichen ist daran schuld. Es ist ja so, dass wir nicht deswegen, nicht aus Angst vor den Russen, eine gewaltige Atombewaffnung haben, eine Kernkraftbewaffnung, sondern weil die Leute was daran verdienen. Und die Regierungen der Welt sind Marionetten an den Händen, an den Fäden der Großindustrie bewegt werden. Warum ich keinem Politiker einen Vorwurf mache. Ein Politiker kann nicht, selbst wenn er guten Willens ist, muss er das machen, was sein Elektorat von ihm verlangt. Er kann nur das machen, was ihm einen unmittelbaren Elektionsvorteil bringt. Ganz ähnlich wie die Evolution. Nur das machen kann, was einen Selektionsvorteil bedeutet und kann nicht um eines zukünftigen Vorteils Nachteile auf sich nehmen. Das ist eine grundsätzliche Behinderung der Kulturentwicklung, dass sie so blöd ist, dass sie genauso dumm ist wie die Evolution. Wobei man unterstellen muss, dass die Politiker natürlich jeder für sich, das will ich mal unterstellen, besten Willens sind. Sie glauben sogar, dass sie was Gutes tun, was Richtiges tun. Das habe ich ausgesprochen betont, dass der Politiker moralisch zu entlasten ist. Er kann das nicht anders. Sonst wird er abgewählt und weggesagt. Hat er gar nichts, wenn er... Und das Einzige, was man machen kann, ist die Massen erziehen, die leider eben das nicht einsehen. Es ist ein Freund von mir, ein komischer Türke, der Professor für Nationalökonomie in San Francisco ist. Der hat den tiefen Ausspruch getan, es gibt keines unter den heute die Menschheit bedrängenden Problemen, das nicht letzten Endes aus der Vermassung, aus der Überbevölkerung käme, noch gibt es eines, das man anders als durch Erziehung lösen könnte. Ja, aber wenn man doch die Menschen so leicht beeinflussen kann, wie es doch offenbar geschieht, dann müsste man sich doch die Frage stellen, ob nicht Leute wie Sie und Hundert und Tausende andere, die doch diese Dinge durchschauen und das auch sehen, die Möglichkeit haben müssten, dem entgegenzusteuern mit einer gleichen Wirksamkeit und Intensität wie beispielsweise diejenigen, die diese Vorstellung durchsetzen können, dass wir eben noch mehr Atomwaffen brauchen, dass wir noch mehr Technik brauchen, dass wir noch mehr Zentralisation brauchen. Das hoffe ich, genau das hoffe ich. Kein Mensch kann daran zweifeln, dass die Welt immer hässlicher wird. Flüsse werden begradigt, Bäume werden abgehauen. Es ist also überall scheußliche Wolkenkratzer werden anstatt von schönen Häusern hingebaut. Aber das ist Geschmackssache. Darüber kann man streiten. Man kann aber nicht darüber streiten, dass Kriminalität, zunehmend frühe Jugendkriminalität, Rauschgiftsucht ebenso schnell zunehmen wie die Verbetonierung. Und es ist ja geradezu bewiesen, dass Massenquartiere, die Hochhäuser von Oberlaa oder Gropiusstadt in Berlin, dass das die Zentren des größten Verfalls sind. Also die Ballung, die Korrelation zwischen der Ballung von vielen Menschen auf einem Platz und den ethischen Verfallserscheinungen steht außer jedem Zweifel. Das kann man statistisch nachweisen. Wie beurteilen Sie, wenn Sie das so vielleicht in einem Schlussgedanken versuchen wollten, die Entwicklung der modernen Technik? Ich denke jetzt an alles, Elektronik, Überschallverkehr in der Luft, auch Waffentechnologie, von der ja sehr viel in die privaten Haushalte nachher übergreift. Wie beurteilen Sie das unter dem Gesichtspunkt der einer gesunden Entwicklung des Menschen? Es ist die zukünftige Entwicklung der Technik. Der sind keine Grenzen gesetzt. Richtig. Er kann immer gescheiter werden, er kann immer rationeller werden, immer komplizierter werden. Was er nicht kann, ist mehr Energie verbrauchen. Ich bin durchaus nicht ein Feind der Technik, was mir auch immer in die Schuhe geschoben wird, wenn ich gegen neue Fabriken und sowas bin. Aber ich bin durchaus dafür, da ich bin mir bewusst, sagen wir so, was jedes Schulkind verstehen muss, das einmal Zinseszinsrechnung verstanden hat. Das heißt, dass ein exponentielles Wachstum im ähnlichen Raum zur Katastrophe führen muss. Und das Zweite ist, was jede Hausfrau weiß, jede Bäuerin weiß, dass ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme. Und das einzige Legitime, was
die Erde einnimmt, ist die Sonnenstrahlung. Alles andere heißt vom Kapitalleben, auch wenn es fossile Energiestoffe sind. Und das schließt Wachstum nicht aus. Das schließt Entwicklung nicht aus. Das schließt vor allem die Entwicklung der Technik nicht aus. Die Technik werden eine sehr verfeinerte Technik brauchen, um bestehen zu können. Mit dem, ohne die Menschheit wesentlich zu reduzieren, wird eine sehr viel verfeinerte Technik notwendig sein, um mit den Einnahmen, die wir vom Himmel, die uns der Himmel schenkt, auszukommen. Das ist eine einfache, hausfrauliche Rechnung. Und ich möchte einen Satz zitieren, den der auf einem Kongress über den Menschen und das Meer vor 5 Jahren in Tokio der japanische Minister für Meeresökonomie getan hat. Er hat gesagt, Ökonomie und Ökologie sind dasselbe. Ökonomie ist kurzsichtige Ökologie und Ökologie ist auf lange Sicht die beste Ökonomie. Wir haben so viele grundsätzliche Fragen angesprochen, Herr Professor Lorenz. Aus Ihren Büchern und Artikeln habe ich manchmal das Gefühl entnommen, dass Sie ein religiöser Mensch sind, ohne dass man dass für Sie der Begriff Gott, wie er in Religionen verwendet wird, so konkretisiert werden kann. Wenn man aber in diesem Sinne ein religiöser Mensch ist, ist da nicht irgendwo eine Hoffnung auf ein weniger katastrophales Ende, dass der Punkt of no return eben nicht erreicht wird? Es ist, ich will zumal einmal zur Religiosität etwas sagen. Ich bin kein gläubiger Christ und ich liebe es nicht, wenn der Name Gottes, auch wenn man es mit großem G-O schreibt, eitel genannt wird. Die Anthropomorphisierung Gottes als eines liebenden Vaters ist für mich schon eine Blasphemie. Religiosität ist für mich so zu definieren, wie es ein Quäkerfreund von mir, Professor, ein englischer Zoologieprofessor, dessen Namen ich nicht nennen will, definiert hat, sagt, Religiosität ist das Bewusstsein des Einzelnen, Teil einer sehr viel höheren, größeren Ganzheit zu sein, die ist unendlich viel größer und wertvoller ist als er selbst, aber er muss sich gleichzeitig als vernunftbegabtes Wesen für das Ganze verantwortlich fühlen. Und das finde ich eine wunderschöne, in diesem Sinne bin ich ein höchst religiöser Mensch. In dem Sinne kann man ja vielleicht auch optimistisch und sein. In diesem Sinne, schauen Sie, dieses Gefühl, das können Sie ja, Sie können Werte nicht in der Sprache der Naturwissenschaften definieren. Eine der größten Wahnideen, der weit verbreitetsten Wahnideen der heutigen Zeit ist, dass nur dem Realität zuzugestehen ist, was sich in der Sprache der exakten Naturwissenschaft definieren und quantitativ, mathematisch verifizieren lässt. Alles andere ist Illusion. Lesen Sie Skinner, da steht es in World War II und in Beyond Dignity and Freedom. Und das, worauf wir aufbauen, sind die Wertempfindungen. Und ich würde sagen, dass der religiöse Mensch danach zu definieren ist, dass er diese Wertempfindungen Gott sei Dank noch hat. Wäre besser, wenn Menschen sich wie Löwen benehmen, nicht? Also das höchste Glück ist nur durch das Tal der Tränen zu erreichen. Außerdem bringen Ihre Soldaten die ganzen Tiere um. Nein, er hat Befehl gegeben, die Tiere zu schützen, sage ich. Dann muss ich Ihnen gratulieren, dass Uganda-Soldaten völlig anders sind als britische Soldaten und deutsche Soldaten. So, die erste Hürde habe ich hoffentlich überwunden. Das war die richtige Aussprechung dieses so berühmten und trotzdem manchmal so schwer auszusprechenden Namens. Herr Professor Schimek,
hat mich vorhin draußen üben lassen. Sagen Sie doch mal meinen Namen, der wird prinzipiell falsch ausgesprochen. War es halbwegs in Ordnung? Wir sagen immer Amerikaner. Es könnte kein Engländer den Namen aussprechen. Ja. Vielleicht beruhigen sich Deutsche auch nicht. Ich habe es natürlich ab jetzt einfach, denn ich brauche den Namen nicht mehr zu erwähnen. Ab jetzt sage ich Herr Professor und das kann ich. Verehrter Herr Professor, haben Sie schon mal festgestellt, ob Sie von mehr Frauen angelächelt werden oder vorwurfsvoll betrachtet? Also ich habe da keine Statistik drüber, nicht? Aber man wird häufig angelächelt und manchmal, Sie kennen das ja, sagen einem die Leute, Sie kommen ja so bekannt vor und so weiter, nicht? Und dann sage ich, ja, ich bin der Helmut Schmidt, nicht? Oder sowas. Und, aber nein, einige haben mir schon sehr übel genommen. Zum Beispiel eine sehr große Politikerin, die wurde, wie sie aus dem Flugzeug stieg, von der Presse angegriffen, weil sie einen Leopardenmantel trug. Und die hat dann gesagt, ich habe den Schimmick ja noch nie ausstehen können. Mag sie heute ihren Mantel noch? Eine andere Dame sagt, sie hätte, schrieb mir einen Brief, sie hat seit 40 Jahren damals einen Mantel, Tigermantel von ihrer Mutter geerbt. Und sie könnte den nicht mehr auf der Straße tragen und ich wäre schuld. Das stimmt ja, aber was soll man daran machen? Gibt es da nun, um das ein bisschen seriöser zu behandeln, dieses Thema in Ihrem Inneren so eine Art Gewissenskonflikt zwischen der Liebe zum Tier, die ja ihr ganzes Leben auszeichnet und nicht nur durch die Liebe zum Tier, sondern um es zu erfassen, um es zu erhalten, um was alles wir heute darüber noch sprechen werden? Oder ist da nicht natürlich auch irgendeine Hemmschwelle wegen der sogenannten Pelzindustrie? Ist ja ein aktuelles Thema, denn jeder Arbeitsplatz ist heute ein heißes Thema. Ich bin mir eigentlich sehr... Die Pelzindustrie hat vor Jahren einen großen Prozess um Zehntausende gegen mich angestrengt und dann hatten wir aber während des Prozesses Mittagessen, dann sagte ich ihnen, was wollen Sie denn eigentlich? Sie leben doch auch von Pelzen. Sie können doch gar nicht daran interessiert sein, dass diese Wildtierarten ausgerottet werden. Und daraufhin haben die gesagt, ja, Sie haben ja eigentlich recht, gingen hin, haben einen Vergleich gemacht, haben mir noch 80 oder 100.000 Mark gestiftet und wir waren uns da völlig einig. Jetzt ist ja durch das Artenschutzabkommen sowieso die Einfuhr von Pelzen von bedrohten Tierarten weitgehend verboten. Allerdings hat unser führender Politiker, dann der zuständige Politiker, jetzt doch wieder nicht sich entschlossen, die Einfuhr von Robbenfellen zu verbieten, die so elendtot gequält werden. Und hat gesagt, es würde genügen, wenn die Industrie sich freiwillig verpflichtet hat, die nicht mehr zu beziehen. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe ihn mal auf ein Tier angesprochen. Ach Gott, das ist so eine schöne... Ich war mal furchtbar in Not. Vielleicht erinnern sich ein paar von Ihnen davon. Ich habe mal mit einem Tier zusammengearbeitet. Und dann stand mir Herr Professor Gschimek ins Haus. Und ich hatte eine Angst vor ihm. Was wird er wohl sagen? Und ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Tier. Und ich habe mir Rat geholt bei ihm. Und der sah dann so aus, dass das ganze Verhältnis völlig normalisiert wurde, denn... Wer sollte es besser kennen als er? Es ging um die Behandlung und um die Bestrafung eines Tieres, das was gelernt hat und nicht gehorcht. Er hat dann auch gesagt, naja, wenn es soweit ist, muss man sie hart anfassen. Weg davon, ihr Wappentier ist nicht der Zobel und nicht der Ozelot und nicht der Fuchs und nicht Chinchilla und was es sonst noch alles an nach wie vor ersehnten Kostbarkeiten gibt. Ihr Wappentier ist der Igel, weil man das nicht so gut als Mantel tragen kann oder warum? Nein, weil mein Name schwer auszusprechen ist und ich habe in die Schule mal Igel mitgebracht. Und daraufhin bekam ich den Spitznamen Igel und hieß eigentlich bis hin das Abitur und später auch, hieß immer Igel. Und das habe ich dann zu meinem Wappentier gemacht. Ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass dieser Igel etwas auch mit Ihrer Natur zu tun haben könnte. Sie stellen relativ schnell die Stacheln auf. Das kann man selber immer schwer beurteilen. Ja. Stelle ich die wirklich so schnell auf, naja, gut. Ist an sich sehr praktisch, Stachel. Für einen Igel ist eigentlich eine praktische Erfindung. Ja, ja. Rollen Sie sich dann auch ein? Ja. Eigentlich, eigentlich müsste Ihr Wappentier ja das Zwerghuhn sein, denn damit hat ja wohl alles angefangen bei Ihnen. Wie kamen Sie auf Zwerghuhn? Ja, weiß der Teufel. Das war in meiner Heimatstadt Neiß in Oberschlesien. Ich habe halt Hühner gehalten. Zwerghühner damals.
Und nachher habe ich Ziegen gehabt und habe Schweine gehabt und habe also mich ganz in solchen Dingen betätigt. Und diese Zwerghühner halte ich heute wieder. Nicht? Dann wurde ich damals preisgekrönt und alles Mögliche. Und immer, wenn ich auf Urlaub fuhr, und damals fuhr man ja nicht nach Italien, sondern man fuhr zu Verwandten aufs Land, weil da hatte doch jeder damals noch Verwandte auf dem Land, auf dem Dorf oder ein Gut in Posen oder sonst was. Und da musste ich immer meine Hühner mitnehmen. Da hatte ich immer in Kisten und bin mit meinen Zwerghühnern über die Ferien gefahren. Und wie ich anfing zu studieren, das erste Semester in Leipzig, habe ich dort einen Schrebergarten gemietet und habe auch meine Hühner mitgenommen. Wir sind aber noch nicht beim Studium. Ich möchte vorher noch ein bisschen kratzen an dem berühmten Herrn Professor. Stimmt es, dass Sie mit 13 Jahren bereits ein Buch über Zwerghühner geschrieben haben? Und das wurde sogar veröffentlicht? Ja, natürlich. Ja. Ja, so unnatürlich finde ich das. Und der Deutschlehrer, dann sollte das fürs Abitur, als Abiturarbeit gerechnet werden. Der erzählte mir der Deutschlehrer nachher, weil er sich nicht getraut hat, das zu beurteilen, musste er zur Landwirtschaftskammer nach Oppeln fahren und das dort begutachten lassen. Und ich bin dann stolz. Im Abitur bin ich auf dem Bürgersteig lang geritten und habe durchs Fenster reingeguckt zu den anderen, die bei der Arbeit schwitzten und Abitur schrieben. Langsam fange ich an, mich zu beruhigen, weil ich bisher immer noch der Meinung war, es kommt jetzt irgendwann hinter dem Herrn Professor noch irgendwas hier reingekrochen oder gehüpft oder geflogen. Oder heute sind Sie ganz solo bei uns. Ganz allein, ja. Ich hätte ja nicht Kobra mitbringen können. Ne? Ja, das wäre für mich gerade das Richtige gewesen. Ja, dann hätten Sie eine Ihrer berühmten Sendungen mit sich alleine und der Kobra machen können, weil ich hätte da hinten den Notausgang gesucht und zwar so schnell wie möglich. Übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Studio, wenn Sie sich jetzt dann von Ihren Plätzen erheben wollen, niemand wird Sie daran hindern. Wissen Sie, dass wir Herrn Professor Gschimek bei jedem Frühstücksei dankbar sein müssen? Er weiß es selber nicht. Nein. Ich habe in einem schlauen Buch gelesen, dass es seiner Initiative zu verdanken ist, dass wir diese Eier heute ohne Krankheitserreger haben und in Güteklassen geordnet, weil er sich, glaube ich, im damaligen Reichsernährungsministerium mit Arbeiten befasst hat gegen Hühnerpest, Hühnerseuchen. Also da möchte ich wieder was sagen. Das ist völlig falsch unterrichtet. Augenblicklich ist das alles in Eimer gegangen durch Herrn Erdl. Wir haben also jetzt... Also nicht meine Information war falsch, sondern das, was daraus geworden ist. Ich kaufe keine Eier mehr im Laden und esse die. Ich habe eigene Hühner, nicht? Aber wenn Sie mal sehen, wie die erzeugt werden, das kriegen Sie ja nicht zu sehen, nicht? Auf dem Größe eines Briefbogens sitzen 4 bis 6 Hennen auf Drahtfußboden, wo sie sich nicht festkrallen können, und dann bei dauernder Nacht. Und also wirklich die extremste Tierquälerei, die jetzt nur noch anfängt mit Schweinen, die festgeschnallt werden, dass sie nicht mehr aufstehen können. Deswegen haben wir dieses versiche Fleisch. Also, aber das war eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so über Eier hier reden soll. Ich würde... Über Ihr Verdienst, oder ich also wollte Ihr Verdienst nicht unerwähnt lassen. Einmal holte mich dann ein Anwalt, dass ein Berliner ein Angriff Anwalt auf Herrn Erdl wird, konnte ich ja nicht ahnen. Dann, ja, nein. Der Erdl schrieb mal irgendwo, ich verstände wohl was von Löwen und Elefanten, aber von Hühnern und Landwirtschaft hätte ich keine Ahnung, nicht? Ah ja. Dann habe ich nur geantwortet, immerhin habe ich dauernd Hühner gezüchtet, habe große Hühnerfarmen betrieben und habe 12 Jahre im Reichsernährungsministerium gesessen, viel länger als Sie, Herr Erdl. Ja. Gut, dann. Nach Ihrer Promotion hatten Sie, und das finde ich äußerst amüsant, wenn es stimmt, 3 Stellenangebote. Das erste in einer Käsefabrik, das zweite als Tierarzt. Das kann ich Ihnen ruhig sagen, das war Krafts Käse. Das war dieser... Ach so. Nein. Ja, ist das eine Empfehlung? Deswegen heißt ja noch nicht, dass der Käse gut ist. Nicht? Würde mir in diesem Zusammenhang erlauben, Herr Professor, zu sagen... Ach so, entschuldigen, das hatte ich nicht kapiert. Ja, diese Bemerkung war Käse. Ja. Also für mich nicht. Ausgesprochen Käse, ja. Für mich wahrscheinlich auch. Gehen wir schnell drüber weg, dann als Tierarzt. Ja. Seltsamerweise in einem
Krankenhaus für Menschen. Ja, ich hatte... Wie geht das? Kamen da so viele Rindviecher mit dem Direktor des Westend-Krankenhauses in Berlin, einem Professor sowieso, hatte ich als Student eine Arbeit gemacht über Kokzidiose, die sowohl Hühner und wie auch Menschen befällt, und hatte das veröffentlicht zur Empörung meiner Professoren, dass ich als Student da schon wissenschaftliche Arbeiten veröffentlichte. Und der bot mir komischerweise an, als Tierarztassistent im Westend-Krankenhaus zu werden. Mhm. Und das dritte war für 280 Mark Monatsgehalt Hilfsreferent im damals preußischen Reichs- und preußischen Ernährungsministerium zu werden, durch einen Ministerialrat. Und der sagte, aber Sie brauchen irgendwelche politischen Empfehlungen, denn es war gerade die Brüning-Zeit, kurz vor Hitler. Jeder Beamte zitterte am nächsten Ersten, dass er einen blauen Brief kriegt und in Wartestand versetzt wird mit dreiviertel Gehalt. Ja, und da habe ich, weil mein Vater sehr stark politischer Katholik war in Oberschlesien, wieder katholisches Oberschlesien gegen protestantisches Preußen und so weiter, an einen Prälaten geschrieben, Führer der damals Zentrumspartei, die ich, wissen Sie, was heute CDU ist, nicht? Ja. Den ich gar nicht kannte. Die Schwarzen halt, ne? Die Schwarzen, ja. Und der hat mir also, ohne mich zu kennen, gleich ein sehr nettes Empfehlungsschreiben geschickt. Und das, auf die Weise kam ich rein da. Und, aber da wurde mir gesagt, Sie dürfen um Gottes Willen nicht zweiter Klasse Eisenbahn fahren. Und damals gab es ja noch vierte. Ihnen steht das zwar zu, aber wir müssen so sparen und ich weiß nicht was alles. War also eine sehr sparsame Zeit. Naja, und vier Wochen später war Hitler im Amt. Und ich hatte dann immer zeitlebens in der ganzen Hitlerzeit immer diese Empfehlungen in Personalakten, nicht? Aber naja. Wie sind Sie denn heute von Frankfurt hierher gekommen? Mit der Eisenbahn, warum? Weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind damals vierter Klasse gefahren oder durften nur heute erster Klasse geflogen. Ich bin Eisenbahn gefahren. Ja. Und zwar für 60 Mark. Wie geht das? Seniorenkarte. Natürlich zahlt mir das bayerische Fernsehen trotzdem den Flug hin und zurück. Das ist klar. Ich wollte gerade sagen, da wird sich der bayerische Rundfunk aber gefreut haben. Nee. Das habe ich schon vorher gemacht. Nicht? Ihr zahlt. Ja. Ich bin sparsam aufgewachsen. Nicht? Ja. Es kam der Krieg, den ich eigentlich ganz überspringen möchte. Ich habe nur eine Sache gelesen, die mich wirklich erstaunt hat. Da steht irgendwo, Sie hätten im ganzen Krieg, die ganze Kriegszeit über, stets Zivilkleider dabei gehabt. Ist das richtig? Nein, nicht im ganzen Krieg, nur zum Schluss. Weil ich wusste von älteren Studenten, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben, dass, wenn der Krieg zu Ende ist und man ist Kriegsgefangene, kommt man noch lange nicht nach Hause. Die haben noch 3 Jahre gearbeitet in Frankreich und nach diesem Krieg 15 Jahre oder für immer in Sibirien und so weiter. Deswegen habe ich also stur, obwohl das streng verboten war, immer Zivilkleidung mitgehabt und habe es auch geschafft, bin kein Kriegsgefangener geworden. Aber eigentlich war das ja schon gefährlich. Ja, natürlich, wenn sie einen erwischt hätten, hätten sie, nein, erschossen nicht, aber beinahe wäre es so gewesen, ja. Unter Umständen, ja. Krieg gab es in Frankfurt, ich habe gesagt, ich hatte wir wollen nie den überspringen. Ehrgeiz, für Adolf Hitler zu sterben. Nicht? Ja. Also, den Ehrgeiz hatten wohl wenige, aber viele die Verpflichtung und den Eid. Nicht, ja. Nach dem Krieg gab es in Frankfurt die Reste eines Zoos und die sollten auch noch beseitigt werden. Ja, ich bin dann mit einem gefälschten Ausweis durch ganz Deutschland geradelt bis nach Frankfurt und dann war zufällig ein guter Bekannter, ein Journalist, den hatten die Amis zum Oberbürgermeister in Frankfurt ernannt und am nächsten Tag habe ich Frankfurt regiert, nicht? Der konnte nicht Englisch und wie der Colonel von der Militärregierung mir keinen Stuhl anbot, ich wollte gar nicht in Frankfurt bleiben, ich wollte nach Berlin zurück, habe ich mich auf seinen Tisch gesetzt, nicht? Und da hatte ich komischerweise von dem gewonnen. Die haben mich dann zum Polizeipräsidenten ernannt, das habe ich nicht gemacht. Dann haben sie mich zum Leiter des Ernährungsamtes für das besetzte amerikanische Gebiet. Das habe ich 8 Tage gemacht, habe alle Rationen für Zootiere und Zirkustiere verdoppelt. Und dann haben sie mir verboten, den Zoo aufzumachen. Ne? Weil wir jetzt mal die Zuschauer erschrecken. Hätten Sie auch geklatscht, wenn es damals gewesen wäre und Sie hätten das damals gehört? Hätten Sie da auch geklatscht?
Ich glaube nicht. Ne? Nein. Das war nämlich die richtige Hungerzeit, kam nach dem letzten Krieg. Im Krieg, da hat hier der Hitler, der hat aus ganz Europa Lebensmittel zusammengeholt. Im Ersten Weltkrieg hat man gehungert. Da war das nicht so organisiert. Aber im Zweiten Weltkrieg, das kam erst hinterher. Naja, aber dann sagten die Amis, also die Militärregierung, in einer Stadt, die 80% zerstört ist, kann man nicht sich um Affen kümmern. Immer der Quatsch, die Affen bleiben lieber in Afrika. Die sind ja der Publikums wegen, sind die hier, ne? Und dann habe ich trotzdem einfach Plakate gedruckt. Ich habe genauso beim Kommiss, habe ich auch nie um Befehle mich gekümmert. Ich habe das immer ziemlich selbstherrlich da regiert. Und und dann kam der Colonel und sah sich das an. Und da habe ich dem also nur Geschichten erzählt. Es waren noch 12 Tiere drin und das Ganze voll Bombenkrater und so weiter. Und dann habe ich also frech hinter dem Zoo, wo alles zerbombt war, 3 Hauptverkehrsstraßen um den Stadtkern aufgehoben, habe einfach Verkehrsschilder hingestellt. Jeder dachte, das wäre legal. Ich habe dann Mauern drüber gezogen. Die Stadtverordneten haben Bauanträge gar nicht durchgelesen, dass der schon außerhalb des Zoos stand, haben das bewilligt. Und 5 Jahre später musste dann das Land Hessen diese Straßen durch Gesetz des Landes Hessen aufheben. Und die Stadt Frankfurt hätte das gar nicht gedurft. Später, wie es wieder Autos gab, hätten die einen ja gesteinigt, aber inzwischen hatte ich den Zoo vergrößert. Ne? Also ich finde es ja wirklich eine Meisterleistung, in einer Zeit, in der die Menschen wirklich ganz andere Sorgen hatten, als im Zoo spazieren zu gehen, dann so etwas wieder aufzubauen. Und da muss man schon so voller, ich bitte um Entschuldigung, List und Tücke sein, wie der Professor gewesen war, denn er hat sogar Lebensmittel, die damals für die Tiere waren, ja, wie soll man sagen, verdorben nicht, denn die konnten sie ja noch fressen. Sie haben Nein, Brot. Es war so, ich habe mich gut angefreundet mit den schwarzen Soldaten. Die sagten immer, you are slaves, we are slaves und haben uns also immer auch der Bevölkerung immer sehr viel zu essen gegeben und alles, gerade die schwarzen Soldaten. Ich habe nie mehr, ich musste immer Soldaten verhaften lassen, die sich irgendwo im Zoo getan hatten, aber ich habe dann nie mehr einen Schwarzen verhaften lassen, wie ich gesehen habe, was die amerikanische Militärpolizei mit denen anstellten nachher. Aber Ich musste ja, das war die Auflage der Amis, das Geld für den Wiederaufbau des Zoos, des städtischen Zoos selber zu verdienen, denn in einer Stadt und mit Flüchtlingen und so weiter, ne? Und das habe ich dann gemacht und habe einen Vergnügungspark auf dem Trümmergelände teilweise gemacht und hörte, dass zum Beispiel es noch eine Achterbahn gibt, die war im französisch besetzten Gebiet im Schwarzwald und die Franzosen ließen ja nichts aus ihrem Gebiet raus. Und da habe ich also schwarze Offiziere beredet, mit schwarzen Armeesoldaten reinzugehen. Und weil ich mir dachte, Franzosen-Soldaten werden ja nicht auf amerikanische schießen. Und die haben mir auf 12 Lastwagen diese riesen Achterbahn rausgebracht. Die steht noch hier in München jedes Jahr immer auf der, im Oktoberfest. Und da haben wir uns also tot verdient, nicht? An der Achterbahn immer Armeesoldaten, Sekt saufen drauf, runter 60 Mal und so weiter, nicht? Also, und dann habe ich das einzige Zelt habe ich einen Zirkusbesitzer, hier Krone, beredet. Die kannte ich schon vorher von der Militärzeit. Habe die beredet, ein Zelt aufzustellen. Das war der einzige Versammlungsraum in Frankfurt. Ne? Mhm. Es gab kein Kino mehr, kein Theater mehr, nichts. Wer einen Versammlungsraum brauchte, musste in dieses Zelt gehen. Und ich habe erst so Eintritt da herum. Ich habe an Adenauer verdient, an Eisenauer verdient. Jeder, der die hören wollte, musste so Eintritt zahlen, bis ich dann wieder ein Strafverfahren wegen Preiswucher kriegte vom Preiskommissar. Aber bis ich das auf dem Dienstwege beantwortet habe, gab es keinen Preiskommissar mehr. Ne? Und das geht ja sehr langsam, wenn man das auf dem Dienstweg macht. Da könnte man beinahe sagen oder der Meinung sein, es ist der schiere Zufall, dass dieses so erfüllte Leben dem Tier gegolten hat, weltweit. Ich glaube, er wäre genau eine so große führende Persönlichkeit geworden auf jedwedem anderen Gebiet. Ich glaube, der Professor Gschimek hätte auch in jedem großen Industrieunternehmen eine solche Zeit dazu benutzt, es wieder aufzubauen. Ja, das hatten sie mir mal angeboten. Nicht? Und ja, sag ich's doch. Na bitte. Ich habe halt immer gemacht, was mir Spaß macht. Es war ihm jedes was Mittelrecht. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ablehne, Geld zu verdienen. Nicht? Wenn mir so ein Verleger kommt und sagt wir bringen was über Naturschutz raus und Sie schreiben doch ein Kapitel gratis, nicht? Ja. Selbstverständlich, wenn Sie nachweisen, dass Sie das Papier gratis kriegen, dass Sie als Verleger nichts verdienen, dass es gratis gedruckt wird, selbstverständlich, dann hört man nichts mehr. Nicht? Ich wollte eigentlich noch von Ihnen hören, dass Sie Brot blau gefärbt haben. Ja, das stimmt. Hat Sie das so beeindruckt? Ja? Unglaublich. Kommt jemand auf die Idee, dass man den Elefanten das Brot nicht klauen kann, weil man es blau einfärbt und die Leute, die sagen, was brauchen die Elefanten Brot? Wir haben ja auch Hunger.
die haben es nicht mehr angerührt. Wie gesagt, es war ihm jedes Mittel recht, aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen, verehrter Herr Professor, die sagen, ja, sie hätten Zeit ihres Lebens mehr für Tiere weltweit getan, als für Menschen, denen es weltweit schlecht geht. Um das also eins dazu zu sagen, wir haben dadurch, dass ich Geld für Tiere sammle, für ein Gelände, zum Beispiel für einige afrikanische Länder und für andere, so Südamerika, Galapagosinseln und so weiter, mehr für die dortigen Menschen erreicht als für die Tiere. Denn zum Beispiel ist Tourismus die Haupteinnahmequelle für einige afrikanische Länder an fremder Währung, nicht? Während ja unsere Entwicklungshilfe ist ja nur eine Scheinhilfe, wird den Leuten die Minister bestochen, bauen die blödsinnigsten Fabriken und sonst alle möglichen Sachen oder noch Fußballstadien und alles mögliche von Entwicklungshilfe von deutschen Firmen gebaut. Das Geld geht sofort nach Deutschland zurück. Ich habe da einmal beim Idi Amin da so eine ganz schlimme Sache verhindert. Eine, die die Deutschen machen wollten, andere, die die Engländer machen wollten. Während was an Tourismus reinkommt, ja, echt verdient ist. Da kann man dann Schulen bauen und kann Straßen bauen und so weiter. Ne? Konnten Sie Idi Amin daran hindern, schlimme Sachen zu machen? Ja, die er immer und wie? Mit dem, ach, was haben wir da? Was habe ich mit dem alles angestellt? Entschuldigt sich der deutsche Botschafter, dass ich so offen, so frankly zu ihm geredet habe. Mhm. Und der hat also sehr viel geschluckt, nicht? Ich meine, der hat auch Menschen umgebracht, nicht so viel wie in der Bildzeitung stand, aber der hat sich ja umgebracht. Und, ja, ich kann Ihnen da Beispiele nennen, aber das führt vielleicht zu weit ab, nicht? Es gehört genau da. Ich bin ja dauernd in schwarzer Politik, jetzt war ich auch wieder in Simbabwe, früher in Rhodesien und so weiter. Zum Beispiel sagte ich dem, ach, erst warnte mich jeder, nicht, da reinzugehen, wie der die Macht übernommen hatte. Meine Koffer wurden 7-mal ausgepackt und wieder eingepackt und dann lud mich der zum Abendessen ein. Du saß mit seinen Ministern in seinem Privathaus und sagte dem einen Minister, sag ich, wieso sitzen Sie hier? Wieso nicht, sag ich, weil Sie tot sind seit 4 Wochen. Wieso, sag ich, ermordet von Ihrem Präsidenten. Wieso, sag ich, lesen Sie deutsche Zeitungen, lesen Sie Nairobi-Zeitung, Sie sind vor 4 Wochen umgebracht worden. Ne? Und dann sagte ich, außerdem bringen Ihre Soldaten die ganzen Tiere um. Nein, er hat Befehl gegeben, die Tiere zu schützen, sage ich. Dann muss ich Ihnen gratulieren, dass Uganda-Soldaten völlig anders sind als britische Soldaten und deutsche Soldaten. Wir sind gewöhnt, wenn die eine Knarre in der Hand haben, die schießen auf alles, was rumläuft, nicht an Tieren. Nein, er hätte sogar Befehl gegeben, dass die Armee zusammenarbeitet mit dem Direktor der Nationalparks, Mr. Francis Katete, sage ich, das ist auch wieder ganz anders als bei uns in Deutschland. Bei uns würde die Armee nie Befehle von der Zivilverwaltung annehmen. Da müssten Sie schon Herrn Francis Katete zum General ernennen, vielleicht geht's dann. Und dann sage ich, außerdem habe ich in deutschen Zeitungen gelesen, dass Ihnen eine deutsche Firma ein Stahlwerk bauen will, aus Entwicklungshilfe Stahl gemacht aus Holzkohle. Das heißt, Sie haben noch 7% Wald in Uganda. Hochindustrialisiertes Westdeutschland hat 29%. Sag ich, aber so wie ich den Einfluss von unserer Industrielobby kenne auf unsere Regierung, kriegen Sie das Geld und das interessiert doch, denn es geht ja gleich wieder nach Deutschland zurück, wenn die das Werk bauen. Und interessiert doch dann keinen Menschen, dass eine Tonne Stahl in Uganda zu erzeugen 20-mal mehr kostet als woanders. Ich könnte Ihnen also Dutzend solche Beispiele zeigen. Oder dann schrieben mir, wollte er bauen einen Staudamm mitten an den berühmten Murchison-Fällen, in den, heißt jetzt Kabalega-Park, die also sehr berühmt sind, wo die Leute hinfahren. Und dabei machte Tourismus, war in Uganda die zweitstärkste Einnahmequelle, auch wieder, mhm, nicht? Und da hatten mir aber die schwarzen Angestellten dieser britischen Firma Ablichtung von Briefen geschickt. Da hatte die Firma geschrieben, die Prospektoren sollten sich sehr vorsichtig verhalten, damit der Jimmick nicht davon hört, er würde die ganze Welt rebellisch machen. Hat mich sehr geschmeichelt, nicht? Und dann sagte ich dem, wozu bauen Sie das? Sag ich, Sie haben zu viel elektrischen Strom in Uganda, Herr Präsident, nicht? Ja, er wollte ihn exportieren. Sag ich, also nach der grenzt Wildnis an dort oben, im nördlichen Zaire und nördlichen Sudan, wenn die mal Strom brauchen, können Sie, haben Sie genug Wasserfälle. Sag ich, und den Strom bis zum Jinja-Distrikt am Victoria runterzubringen, kostet irrsinnig viel an elektrischer Leitung und Sie verlieren 30% des Stroms. Sag ich, aber Präsident, ich will Ihnen sagen, warum Sie das in dem äußersten nördlichen Ecke von Uganda machen wollen. Das ist nämlich Ihr Stamm.
und Sie wollen was für Ihren eigenen Treib tun. Ja, das habe ich Gott sei Dank, ist nicht gemacht worden. Nicht? Und so, aber der meiste Mist wird ja gemacht. Man kann nur hin und da was verhindern. Ich möchte nur betonen, ich gehöre keiner Partei an und bin in keiner, sondern ich denke gegen jeden Politiker, der was gegen Natur ist, ob die schwarz sind oder weiß oder gelb oder sonst was und welcher Partei sie angehören. Aber natürlich, ich habe einen Krieg geführt gegen die bayerische Regierung. Das sage ich vorsichtshalber nicht. Aber das wissen Sie wahrscheinlich ziemlich genau. Und ich glaube, mir wird ganz grün vor Augen. Ich habe es nicht gesagt. Aber ich habe also einen Krieg gegen die bayerische Regierung geführt seinerzeit, um den ersten Nationalpark Deutschlands zu machen im Bayerischen Wald. Und nicht? Den verdanken wir Ihnen. Ja, ja, aber das war so. Muss ja mal gesagt werden. War also immer, damals war Landwirtschaftsminister Herr Huntemer, übrigens ein sehr netter Mann, aber naja. Und dann habe ich das also gemacht, indem ich eine Befragung der bayerischen Bevölkerung gemacht habe. Und da kam also 90% war dafür. Und ich habe dann hier in München in einer öffentlichen Versammlung und sowas angegriffen, dass bayerische Staatsminister immer den bayerischen Landtag anlügen, das bayerische Parlament. Und da kam sein Staatsrichter, der sagte, ich hätte doch Herrn Huntemer gemeint, sage ich, klar. Ja, warum er das bayerische Parlament anlügt, weil er immer sagt, in Bayern, das sollte nach den Plänen des Frankfurter Zoodirektors gemacht werden, was in Bayern gut ankommt, und verschweigt, dass das der einheitliche Wunsch aller niederbayerischen Landkreise ist, nicht? Mhm. Ja, müsste man sich unter vier Augen unterhalten, sage ich, aber nicht ohne ihre Forstverwaltung. Wieso nicht? Sage ich, weil für die bayerische Forstverwaltung ein Teil des bayerischen Waldes an eine andere bayerische Verwaltung abzugeben, ist dasselbe wie für die Niederlande, drei Landkreise an Preußen abzutreten. Nicht? Da kriegen Sie Fachgutachten und sonst was alles, was dann für Seuchen ausbrechen, können Sie als Politiker nie angegen Fachverwaltung, sage ich, denn ich war Fachverwaltung, ich weiß, was wir mit unseren politischen Ministern Schlitten gefahren sind. Nicht? Und es spricht und eine gewisse nicht? Genugtuung aus. Ja, ja. Und dann war also Eröffnung im Bayerischen Wald von diesem sogenannten Nationalpark, das hört noch keiner. Und da saß ich mit den Ministern zusammen und die dachten, ich wäre, weil ich bei Brand vorher war, ich wäre SPD, nicht? Mhm. Worauf ich sagte, wann rede ich? Ja, abends, das hieß, wenn Fernsehen weg ist, sage ich, nein, nach dem nächsten Minister rede ich und habe dann eine Lobeshymne gehalten auf die bayerische Verwaltung, dass sie den ersten Nationalpark Deutschlands geschaffen hat, dem blieb der Mund auf. Und der Merck war das, glaube ich, sagte mir, wir müssten überlegen, sie zum bayerischen Ehrenbürger zu machen. Ne? Sagt, das muss ich mir wieder überlegen, ich kann auch Ehrenbürger von Tansania werden. Und da ist inbegriffen, dass man vier Frauen haben kann. Das können wir die Bayern nicht. Das können wir die Bayern nie anbieten. Ne? No, ich weiß nicht, also... Offiziell natürlich nicht. Aber ich habe Herrn Huntemer völlig fertig gemacht in katholischer Religion. Der gab es auf. Das muss ein Kunststück gewesen sein. Der sagte, ich gebe es auf, Sie müssen sich mit Kardinal Töpfner weiter unterhalten. Es gibt natürlich nicht nur den hochgeehrten Wissenschaftler, Autor, den Professor, den Fernsehstar, wie es selten einen gegeben hat. Es gibt auch den geprüften und vom Schicksal hart betroffenen Privatmann Bernhard Schimek. Ihr Sohn, der damals mit Ihnen zusammengearbeitet hat, ist in Afrika tödlich abgestürzt. Michael, bei was für einem Film war das? Serengeti darf nicht sterben. Dafür haben Sie den Oscar bekommen. Das war ein Witz. Das habe ich zu verdanken eigentlich dem Pferden, die Wüste lebt, in Amerika. Disney. Ja. Der hatte bewiesen, dass man Dokumentarfilme auch im Abendprogramm zeigen kann, sonst hätte das kein Kino gemacht. Und wir haben also diesen zweiten Film, das erste war Kein Platz für wilde Tiere, den haben wir im Kongo gemacht, im damaligen Zaire. Und das war ein guter Erfolg, sehr guter Erfolg. Und dann hat mein Sohn die ganzen Einnahmen gestiftet für die Serengeti daraus. Er wusste ja nicht, dass er kurze Zeit hinterher stirbt und die Kinder hinterlässt. Und dann haben wir also diesen Serengeti-Film gemacht und der musste in den Kinos, damit er im Abendprogramm gezeigt wird, Steuermäßigung haben, sonst hätte kein Kinobesitzer, es gab ja damals noch nicht so Fernsehen, kein Kinobesitzer einen Dokumentarfilm genommen.
Und da gibt es, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so eine Zensurkommission, wo man nicht mal weiß, welche die Mitglieder sind in Wiesbaden, die entscheiden über Millionen. Ja, und die verlangten also, dass ich rausnehme zwei Sätze, die heute eigentlich niemand mehr beanstanden würde. Der eine war, dass Löwen friedliche Tiere umbringen, wie wir auch, und die Tiere aufessen, wie wir auch, aber dass Löwen einander nicht umbringen und es wäre besser, wenn Menschen sich wie Löwen benehmen, nicht? Inzwischen hat sich die Wissenschaft... Verehrter Herr Professor, mein Monitor blinkt, ich wusste es. Ja. Und wenn ich weitere 45 Minuten hätte, ich würde sie gerne mit Ihnen plaudernd verbringen. Mehr noch als die, aber unsere Zeit ist zu Ende. Wenn wir alle Sie so anschauen, dann wissen wir, dass Sie noch viele Pläne haben, dass Sie noch lange nicht daran denken, irgendetwas aufzuhören, eher daran noch sehr vieles zu beginnen. Dafür wünschen wir Ihnen allen alles Gute. Vor allen Dingen wünschen wir uns gemeinsam, ich glaube in Ihrem Sinne, eine Zukunft im übertragenen und im wörtlichen Sinn, eine Zukunft, in der weder den Menschen noch den Tieren das Fell über die Ohren gezogen wird. Herzlichen Dank.